Morgen, ihr Lieben. Heute ist Freitag. Freitag ist bei mir immer sehr voll. Ich habe viel zu tun am Freitag. Ich bereite viel vor für Samstag, damit ich am Samstag nichts machen brauche. Und deswegen koche ich heute in doppelter Menge, damit es auch für morgen reicht. Und ich backe heute Brot. Also wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ich habe jetzt hier schon einiges vorbereitet, habe meine Geräte aufgestellt, die Mühle. Und mein Korn mahle ich selber, frisch, jedes Mal, bevor ich backe. Das gefällt mir so besser, das ist viel aromatischer. So, die Zutaten sind jetzt alle drin. Jetzt rühre ich das Ganze einmal ein bisschen vor. Und dann kommt das für 20 Minuten in die Teigmaschine. Die knetet mir den Teig dann schön weich. So, nachdem der Teig 20 Minuten lang geknetet wurde, kommt er wieder zurück in die Teigschüssel. Da kommt jetzt der Deckel drauf und ich lasse den Teig für eine Stunde an einem ruhigen Ort stehen, sodass keiner rangeht von den Kindern an die Schüssel. Und der wird wahrscheinlich so sein Volumen verdoppeln. So, und solange der Teig jetzt geht, machen wir eine russische Suppe. Die nennt sich Borsch. Ich liebe Borsch. Borsch ist eine Kohlsuppe mit Gemüse und Kartoffeln. Und dazu mache ich dann noch eine Gemüsepfanne mit Zucchini aus dem Garten, Paprika, Möhren und ein Reisgericht. So, zur Suppe kommt jetzt noch ein Glas Ikra. Das hatte ich schon vorher gemacht. Da sind Zucchini, Auberginen, Paprika, Möhren, Tomaten drin, Zwiebeln, Knoblauch. Das hatte ich alles auch schön angedünstet zusammen und habe das dann heiß abgefüllt in diese Gläser und habe mir da Vorrat im Kühlschrank angelegt. Und immer wenn ich dann Suppe koche, dann hole ich mir so ein Glas raus und tue das dann in die Suppe dazu und habe mir dann die halbe Arbeit gespart. Es geht dann schneller, gerade wenn ich tagsüber viel zu tun habe und keine Zeit habe mit den Kindern. Dann ist das immer ganz praktisch, wenn man schon so etwas Vorbereitetes im Kühlschrank hat.
So, der Teig ist jetzt schön aufgegangen. Wunderbar. Jetzt tue ich ihn in die Backform, die ich vorher eingefettet habe. So, das Essen ist jetzt fertig. Der Borsch. Borsch. Das Gemüse. Und der Reis. Den muss man noch umrühren. Dann zeige ich euch nochmal, wie er aussieht. Das Brot hole ich auch gleich raus. In 10 Minuten ist es auch fertig. Das habe ich gemacht. Selber Papier gemacht? Ja. Was steht da drauf? Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. 2. Samuel 22, Vers 2. Super, hast du sehr gut gemacht. Jan hat selber Papier gemacht. Schön. Hat Spaß gemacht? Das habe ich auch gemacht, als ich in der Grundschule war. Auch einen Kugeln. Weiß ich nicht, wie ihr das gemacht habt. Wir haben damals Zeitungspapier zerrissen, es eingeweicht und dann auf ein Sieb gelegt und es trocknen lassen. Und dann ist daraus so ein Blatt geworden. Wir haben es noch so gepresst, aber das Blatt wurde aufeinander gelegt. Ja, kann sein, dass wir das auch gemacht haben. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Hast du sehr gut gemacht, Jana. Sehr schön. So ist das, wenn man zwischen einem Haufen Frauen aufwächst. Dann muss man sich halt mit Frauenspielzeug beschäftigen. Und sie braucht Wasser. Dein Baby braucht Wasser? Ja, sie hat Hunger. Hunger oder Durst? Durst. Na Philipp, musst du mit Sarahs Puppenwagen spielen? Ja, ne? Entweder man muss mit dem Mädchen mitmachen oder man bleibt alleine. Frauen sind hier in der Überzahl, ne? Philipp? Aber Philipp liebt Fahrzeuge, egal ob sie jetzt rosa sind oder blau oder schwarz. Am Freitagabend, wenn die Sonne untergeht, dann treffen wir uns zur Familienandacht. Wir singen, wir hören biblische Geschichten und beten. Das ist eine sehr schöne Zeit. Wir freuen uns die ganze Woche darauf.
Sabbat ist ein schöner Tag, schöner Tag, schöner Tag. Sabbat ist ein schöner Tag, ich lieb jeden Sabbat. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Alle Kinder, schwach und klein, lädt er herzlich zu sich ein. Ja, Jesus liebt mich. Lehr mich erkennen hierher deinen Weg. Im Offenbare mir, Herr, deinen Weg. Wie leicht mein Schäflein irrt und Zweifel mich verwirrt. Ich erzähle euch heute eine Geschichte über den barmherzigen Samariter. Diese Geschichte hat Jesus erzählt. Es war einmal, dass ein Mann an einer Handelsstraße entlang gegangen ist. Er hatte seine Esel dabei gehabt, die beladen waren mit Handelsgut. Und er ist die Straße entlang gegangen und dann kamen auf einmal böse Räuber um die Ecke und haben ihn geschlagen und haben ihn ganz schwer verwundet. Und haben. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen heutigen Tag und auch für die Woche, die du uns begleitet hast. Danke, dass du uns beschützt hast und gesegnet hast. Für Gottes Wort nehme ich mir Zeit, Minuten für die Ewigkeit. Herr Gottes Wort, der hört und tut, ist klug und bei.